Oh, Rick, ich glaube, ich kann heute nicht arbeiten. Ich bin voll krank. Hör auf zu simulieren. Da wir dieses Jahr gegen eine besonders starke Grippewelle, quasi ein Grippe-Tsunami, Flatterhände, ankämpfen mussten, dachten wir uns, hey, dieses Thema ist gar nicht mehr relevant. Also lass uns einfach 10 Arten machen, wie Leute mit Krankheit umgehen. Film ab. Hart bleiben. Wir Deutsche können uns jetzt ziemlich glücklich schätzen, dass wir weder Job noch Geld verlieren, wenn wir mal krank werden. Leider gilt das aber nicht für alle. Wir müssen hart bleiben. Und dann gibt es Leute, die könnten, wenn sie krank sind, voll geil chillen. Tun's aber nicht. Ich hab doch nur Lungenkrebs im Endstadium. Ein Stahlwerk baut sich halt nicht von allein. Ohne mich sind die da so oder so alle aufgeschmissen. Und dann geht er zur Arbeit, steckt alle an. Mit Lungenkrebs? Ja, es kann ja auch was anderes sein. Auf jeden Fall ist das verantwortungslos. Wenn man krank ist, gehört man ins Bettchen. Rumheulen! Männer müssen hart bleiben, dürfen keine Schwäche zeigen. Und das 365 Tage im Jahr, auch in Schaltjahr. So ein Schnupfen kommt da ab und an mal sehr gelegen. Dann können sie endlich auch mal kleine, nervige Heulsusen sein. Mir geht's so schlecht. Kannst du mir eine Suppe machen? Ich kann das nicht wegen meinem Schnupfen. Die Rotze ist überall. Rutsch mal aus und sterbe aus Versehen. Und was lernen wir daraus? Als Mann ist es wichtiger, hart zu tun, als hart zu sein. Außer beim Sex. Da ist es sehr wichtig, hart zu sein. Ah! Drogitastisch. Oh, Schnupfen. Da werfe ich mir lieber mal die Pille ein. Ach, Knöchel verstaucht. Erst mal eine Pille. Ich fühle mich nicht ganz ausgeschlafen. Erst mal eine Pille. Warum steht da ein Elefant? Made in Amsterdam? Oh shit! Wenn man so richtig krank ist, dann kann man sich schon mal die ein oder andere Pille reinwerfen, weil die vielleicht sogar hilft. Aber sich wegen jedem kleinen Wehwehchen irgendeinen Scheiß reinzupfeifen, ist echt ungesund. Oft reicht ein Abend mit Koks und Nutten, Äpfel und einem Tee, damit sich der Körper selbst heilen kann. Ja, sowas kann der. Und der kann auch so wahnsinnig krasse Sachen wie den hier. Wow! Panik! Wenn ihr krank seid, niemals die Symptome googeln. Halsschmerzen und Husten? Ich hab Superaids und ich werd morgen sterben! Leichtes Fieber und Gliederschmerzen? Ich hab Mega-Ebola und werd morgen doppelt sterben! Leichter Juckreiz am Popo? Oh mein Gott, das klingt so grauenvoll, ich sollte mich lieber selbst umbringen! Steht da auch als einziges Gegenmittel. Noch schlimmer ist es, wenn Freunde dir jetzt so eine Panik machen. Hi, wie geht's? Na, nicht so gut. Ich hab seit neuestem so einen Juckreiz am Popo. Ah, das geht grad rum. Hast du wahrscheinlich Penisabfalloritis. Da fällt dir der Penis ab und läuft davon. Gott, ist das heilbar? Naja, du könntest ihn wieder anlocken. Aber dafür musst du dir da unten eine Vagina hinbauen lassen. Das macht irgendwie Sinn. Blau machen. Oh, wisst ihr noch damals, Kinder, als man nur die Mutter überzeugen musste, dass es einem schlecht geht. Und dann musste man nicht in die Schule gehen. Mama, mir geht's nicht so gut. Oh mein Gott, mein kleiner Hasenpups ist krank. Warte, ich hol kurz Pflaster, weil ich dir gleich ein paar Spritzen ins Gesicht hauen werde. Und ich ruf gleich dann noch den Notarzt. Das Bein muss ab. Und dann chillt man den ganzen Tag, zockt tausende von Games und lässt sich von Mutter bemuttern. Ah, das war's wert. Mit Hausmitteln. Egal, welche Oma du fragst. Die kennen immer die lustigsten Hausmittel. Ah, du hast einen Tumor am Fuß? Musst einfach raufpinkeln. Okay. Aber das lustigste Hausmittel kenne ich von Steve. Yay, ich bin noch besonders. Fresse, ich rede. Ist eine Erkältung auch nur im Anflug. Pfeift er sich warm Alkohol rein. Und das Ganze habe ich jetzt nur eingebracht, Steve wie ein Alkoholiker darzustellen. Yay, ich bin was Besonderes. Nein. Alkoholiker gibt's viele. Party! Einige Leute haben eine sehr lustige Logik. Wenn ich krank bin, habe ich ja frei. Und wenn ich frei habe, mache ich normalerweise Urlaub. Und wenn ich Urlaub mache, mache ich normalerweise feiern gehen, saufen und Bakterien direkt in den Rachen anderer Leute zu verfrachten. Das ist ein sehr guter Plan. Aber wisst ihr, was den Plan erst perfekt macht? Ist das Ganze auf Facebook zu posten, damit es Chefchen sehen kann. Denn dann habt ihr sehr lange frei. Hipsterig. Mann, moderne Medizin vergiftet euch nur, Mann. Die wollen eure Gedanken beeinflussen, damit ihr ganz brave Konsumenten seid. Mann, was ihr braucht, ist mein patentiertes Mega-Heilkraut, Mann. Es wächst eigentlich überall und ist nur abgepacktes Gras. Kostet 250 Euro. Aber dafür ist es bio. Und vegan. Und fährt Trade. Außerdem gibt's einen Jutebeutel und eine Mate gratis dazu, damit der Hodenkrebs schon weggeht. Ja, wegen jeder Kleinigkeit sollte man sich nicht gleich operieren lassen. Aber nur weil etwas verfaulen kann, ist es nicht besser, als Medizin für die Jahrzehnte geforscht wurde. Wegstecken. Was, eine Erkältung? Ha! Die schwitze ich mit ein paar Liegestützen weg. Eine Lungenentzündung? Kleiner Entspannungsmarathon und weg ist sie. Blinddarm entzündet? Kein Problem. Manche Menschen werden einfach nicht krank. Aber wenn doch, dann funktionieren bei ihnen Sprichwörter ein bisschen anders. Ah, du weißt ja, wie es ist. Kommt 3 Sekunden, bleibt 3 Sekunden, geht 3 Sekunden.
vernünftig. Wenn man krank ist, sollte man viel trinken. Da hast du recht. Kein Alkohol. Sich den ganzen Tag ausruhen. Da hast du recht. Nicht wichsen. Und möglichst viele Til Schweiger-Filme gucken, um die ganzen Gifte aus dem Körper herauszukotzen. Was wir jetzt nur eingebracht haben, weil wir lange nicht mehr Til Schweiger gedisst haben. Die letzte Art war echt langweilig. Was macht ihr denn so, wenn ihr krank seid? Dort drüben findet ihr 10 Arten von Ärzten und darunter unser letztes Video Piraterie im Netz und so, also Diebstahl und sowas. Genau, und da unten haben wir irgendwie so einen Gaming-Kanal, einen Sketch-Kanal, da klauen wir auch ganz viel. Arrrr. Arrrr.